Leute, ich habe ein Problem. Der Typ lässt mich nicht mehr in Ruhe. Und ich bin blind. Sehr blind. Leute, ich weiß noch nicht genau, was ich da alles übersehen habe und war nicht. Schwierige Lage gerade für mich. Da muss ich erstmal meine Augen reaktivieren. Aber es ist ja erstmal nicht schlimm, wenn ich sterben würde, weil das so ist. Ja, ich werde jetzt erstmal mit dem kompletten, absolut dummen Lauf machen. Dass ich erstmal ein bisschen Meter gewinne. Jetzt habe ich nämlich hier wieder hoch. So ganz Nordic Walking mäßig. Ja, und der ist echt schneller als man meint. Jetzt gehe ich nämlich hier einfach runter, gehe links rum und da waren Zombies. Ich weiß da, weil ich die nicht weggemacht habe, weil ich nichts dafür hatte. Und dann müsste ich nochmal eben überlegen, jo, falscher Knopf, welchen Weg ich da genau gehe. Also da werde ich definitiv gleich erstmal reingehen, mir noch das Schießpulver holen. Ja, Presseraum. Da müsste ich eigentlich hier auch in den Raum, in die beiden Räume, in die Toilette. Raus müsste ich noch, damit ich mal gucken kann, was da für eine Pistolenmunition ist. Und vielleicht schaffen wir da noch hier hinzukommen, weil ich denke, wenn ich an der Feuerwehrleiter hochgehe und hier irgendwie nachher runter, müsste ich auf jeden Fall noch was finden. Aber jetzt geht es erstmal in die Ungewissheit. Zumal ich auch nicht weiß, wo ich hier was liegen lassen habe. Da, okay. Haben wir schon mal Magnum-Munition mehr. Ich laufe jetzt definitiv hier lang, weil da ein Zombie steht. Aber der ist nicht ganz wach. Der ist noch nicht auf der Höhe. So wie so ein richtiges Büro-Zombie ist das. So, gehen hier wieder raus. Hier ist auch nochmal was. Jetzt habe ich das Dings nicht mit. Ja gut, dann gehe ich wieder zurück und gehe hier rein. Weil ich hole jetzt erstmal die Mathilda ab. Und habe auch noch... Ja, guck mal, die wollen, dass ich hier vorbretter. Dann mache ich das auch. Das könnte nämlich nachher irgendwie wichtig sein, habe ich im Gefühl. So. Jo, was wollte ich sagen? Hol die Mathilda ab. Und kombiniere das auf jeden Fall. Gönn mir die Mathilda. Lass die Münze drin liegen. Verstau den Scheiß. Ja, wie das halt so ist, ne? Mal ein bisschen hier rumwirbeln. Ja, danke. Und, oh, was habe ich denn noch? Was kann ich denn hier noch benutzen? Na, nix. Dann machen wir jetzt erstmal so. Zack, jetzt haben wir Mathilda mit 12 Schuss. Die ist ja gar nicht ganz voll, scheinbar. Nee. Geht nicht mehr. Also 12 Schuss habe ich geschenkt gekriegt. Akzeptiere ich auch, finde ich gut, aber mehr war da nicht drin. Leute, wir müssen jetzt hier raus. Gehen wieder hier rum, an der Feuerwehrleiter hoch. Im zweiten Stock haben wir nämlich noch gar nichts erlebt. Wir müssen hier uns erstmal durchballern. Ja, da komme ich nicht durch, aber hier komme ich durch. Und vielleicht wäre der so nett und schiebt mir den an der Seite. Der gute Mann. Aber da muss ich jetzt auch erstmal ein paar Zombies wieder wegmachen. Ich guck mal, ob der hier hinkommt, sonst wäre der nämlich übel scheiße. Mr. X. Nö, Thorsten, da kann ich wohl nicht rein. Scheiße wäre natürlich, wenn Thorsten hochgegangen wäre. Ich frage mich aber, irgendwie muss ich sagen, finde ich den B-Part bis jetzt richtig verwirrend, weil hier ist das Tor offen, niemand weiß warum. Und ja, 24 Schuss sind schon sexy auf einer Pistole, ne? So, warte, ich gehe jetzt erstmal zum Presseraum. Erstmal zum Presseraum, oder? Erstmal auf Toilette. Na komm, gehen wir erstmal pissen. Frauen, Toilette, hallo. Wer ist hier drin? Niemand. Aber dann nehmen wir die Dinge mit. Ja, und daneben ist die übel überlaufende Toilette. Boah, hört sich an, als wäre der direkt hier vor mir. Alter. Keine Ahnung, wo der ist. Oh, da ist er, Alter. Okay. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Hier mal was zu mitnehmen.
Da war eine Tür, da war eine Tür. Ja, ist ja in Ordnung. Boah, die Musik ist so krank, ne? Ich kriege ein Trauma noch von dem Jungen. Ich glaube, ich kann ja nicht durch. Dann geht er mal nach Hause jetzt hier, ey. Ich sehe den auch nicht mehr, ne? Da ist er doch. Aber da sollte der ja nicht durch können. Das macht ja keinen Sinn, ne? Hallo? Ne, der geht jetzt nach draußen. Ja, komm, ich hätte gesagt, der ist draußen. Gehen wir jetzt hier durch. Alter, da hört sich so an, als wäre der hinter mir. Gehen wir hier rein. Und machen erstmal das Licht an. Ich sehe ja sonst gar nichts. Zombie hier mache ich weg. Ah, ist tot, okay. Der hat aber was für uns. Oh, Pistolenmunition, geil. Zwei Schuss verschwendet. Und zwei Schuss genommen. Aber irgendwie ist hier sonst nichts, ne? Das sieht mir nicht so erfolgreich aus, oder? Kann doch nicht sein, dass hier nur einen neuen Schuss drin liegen und dann wartet. Das ist aber eine ganz miese Ausbeute. Wartet mal eben, dann muss ich mal eben gucken. Gut, der Presseraum ist scheiße. Ich will jetzt mal eben wieder abwarten, bis der Vogel hier weg ist, dass ich die Leiter hoch kann und die anderen Zombies wegmachen kann. Wobei, als ob der hier ist, kann ich immer noch zurückgehen. Oh, der ist da, der ist da, der ist da. Boah, und der hat Bock. Ja, aber kein Problem. Was will er hier machen? Guckt euch das an. Das ist so dumm, ne? Das ist so dumm. Das ist so dumm, der Junge. Ja, ich muss hier wieder rein. Ja, der macht mir aber übel Druck, ne? Ich will wissen, ob der hier durch kann. Nur so, um nicht zu wissen. Ich glaube, ich schieße ihm jetzt sein Hütchen nochmal runter. Ist er auf Toilette gegangen? Ne. Wer hat das denn programmiert, Mann? Auf einmal so richtig ruhig raste ich hier aus. Aber was soll ich denn machen? Selbst meine Ursache, der ist zu krass dran. Komm. Wir müssen jetzt rangehen. Es geht los, es geht los. Feuerzombies, ist egal. Wir gehen hinten in den Kunstraum. Wenn die auf dem Weg sind, machen wir den weg. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mir würde reichen, wenn er hinfällt, ne? Oder ich vorbeirennen kann. Jo! Geh mal weg. Boah, habe ich dem eine Glatze geschossen oder was? Scheiße! So. Hier nehme ich die Bretter mit. Ja, das ist doch der Raum, wo ich das Zepter brauche, oder? Ja, toll, Leute. Ja, rote Stein. Ich habe auch einen roten Stein. Schlüsselkarte. Oh, Leute, Alter, die wollten, dass ich hier als erstes hingehe. Oh, nö, ich weiß, es werden wahrscheinlich jetzt 150 Kommentare da sein. Warum bist du nicht zuerst hochgegangen? Vergessen. Eiskalt vergessen. Ja, ich habe jetzt nichts für den. Ich kann den Arm da draufstecken, aber dann wart, ne? Ja, moin. Ja, moin. Was mache ich jetzt hier? Wie trickst ich den Jungen aus? Ich habe da noch keinen richtigen Plan. Was ist, wenn ich mich hier so in eine Ecke stelle? Sieht der mich überhaupt? Nö, oder? 9 Schuss, 16 Schuss. Bretter. Das fuckt mich jetzt ein bisschen ab, dass ich dann hätte einfach sofort klären können. Und jetzt kann ich hier auch auf der Karte mal gucken. Ja, da habe ich noch ein grünes Kraut. Das nehme ich mit. Kacke. Und dann kann ich ja... Ich bin auf der ersten Ebene, unterste Ebene. Ne, auf der zweiten. Ich habe auch diesen Kackschlüssel nicht. Ja, ich kann hier auf jeden Fall rüber oben, Bibliothek rein. Nehme das Messer mit. Gehe hier
durch. Ah, da komme ich nicht durch. Die ist verschlossen. Oh, da wird. Da ist ein richtig beschissener Weg, jetzt, wenn ich hier gehen muss. Ganz ehrlich, ich warte jetzt, bis der hier rauskommt oder reinkommt. Oh! Beam ihm nochmal eben. Jetzt gucken wir mal, ob ich den wegkriege. Nee! Oh! Way, Backbreaker. Jo, und der holt schon wieder aus. Er hat mich in der Ecke. Ich wollte schon sagen, er kann doch nicht 400 Mal hauen. Ich nehme auch noch einen Spray rein. Dufte. Scheiße. Mach den hier mal kurz zum Zwischenparken weg. Und renn hier einfach durch. Ich habe da Kraut vergessen, aber irgendwie bin ich hier ein bisschen unter Druck. Boah, der lässt mich auch nicht in Ruhe, ey, der Junge. Ich zieh jetzt durch. In dem Video holen wir auf jeden Fall die Schrotflinte ab und dann sind wir ja auch eigentlich schon relativ durch, ne? Also mit den Nerven. Weil hier sehe ich auch absolut gar nichts. Wichtig ist, ich ziehe jetzt durch, weil ich den Licker am Anfang habe. Wenn ich da mich vorbeirobben kann, ist das schon die halbe Miete. Yo, wie er mich sehen kann auf einmal. Habe ich eine Granate oder so? Nee, ich laufe trotzdem einfach langsam weiter. Kann er mich jetzt riechen oder was? Ja, Leute, jetzt werde ich hier rennen müssen. Einfach beten, dass er mich nicht trifft und er trifft mich. Ich schaff den nicht. Übel, übel, übel. Der sitzt an der Decke. Lauf, Forrest! Ich wusste das. Ich dachte aber, wenn ich durch die Tür gehe. Ja, das war dumm. Das war dumm. Ja, wir machen direkt weiter. Ich weiß nicht, wo er jetzt zuletzt gespeichert hatte. Boah, fuck, ey. Das ist kacke. Das ist eine richtige Scheiße hier. Was ist das denn? Soll ich wieder von Anfang an starten oder was? Ja, gut, ich weiß jetzt oben. Den Arm kann ich auch liegen lassen. Dann juckt jetzt auch keinen, ob der Arm steckt oder nicht, ne? Wo bin ich denn? Leute, 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 ich muss den Cut machen. Ich muss hier erstmal wieder weiterspielen. Guck mal, wo ich bin. Ich habe hier ganz wenig. Ich mache dann einfach so weit. Ich kämpfe mich so weit vor, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen mit der. Also vor dem Waffenschrank-Dings. Ja, weil das ist ja nicht normal. Guck mal, ich bin hier noch, Leute. Bei der Sprengung. Da fehlt mir richtig viel, ne? Ich weiß auch gar nicht mehr, was alles. Das ist richtig mies und das ist richtig dumm. Ich hätte speichern sollen. Dumm. Dumm, dumm, dumm. Sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann.